Oi, da, was geht ab, Leute? Team Bubble hier. Und heute mit einem Review zu den Ignites, die jetzt dann kommen in dem neuen Set Clash of Rebellions. Sneak werden wir wieder da sein. Mal schauen, wer alles da ist, dann können wir wieder was Lustiges drehen. Ansonsten veranstalten wir ein DN-Turnier, TBT3, auf Dueling Network wieder. Gesponsert von Gate to the Games. Und die stellen halt zwei Displays von dem Clash of Rebellions zur Verfügung, also könnt ihr irgendwo abchecken, Facebook und sowas oder in den anderen Videos. Ansonsten kommen wir zu den Ignites. Sind halt alles normale Monster ohne Effekt und dann halt mit dem Pendel-Effekt, indem man halt zwei aus der Pendelzone zerstört, kann man sich ein Warrior-Feuer-Monster auf die Hand holen aus dem Deck. Sprich, also die sind halt alle Feuer-Warrior, aber man kann sich dann auch noch ein paar andere suchen, also der Search-Effekt ist nicht auf Ignite limitiert. Damit kann man zum Beispiel E-Hero Blazeman suchen und dann mit dem Fusion suchen. Also es gibt einen relativ interessanten Bild mit Hero und Fusion und Ignites, den ich gerade teste. Wenn er läuft, mache ich vielleicht einen Deckprofile dazu, Gameplay. Wenn nicht, dann halt nicht. Und früher war es halt so, dass, also als sie bekannt gegeben wurden und man sich wegen den Ruling und so noch nicht sicher war, gab es halt eine Combo mit dem Key Beetle, der hat eins von den Pendeldingern schützt. Und dann konnte man unendlich lang den zweiten einfach nur zerstören und sich dann das ganze Deck suchen, das ganze extra Deck füllen mit Pendels und dann konnte man ganz easy Pendel beschwören auf den Excalibur Champion da, Heroic Champion irgendwas da, der halt bis zu fünf Materialien haben kann. Und der Gegner kann halt dann nicht summon, solange der 5 und 4 Materialien hat. Also, es gibt 10 Ignites, 6 Vanilla, 2 Dreier, 2 Vierer und ein 5er, ein 6er. Und in der übernächsten kommt dann nochmal ein 5er und noch ein 6er raus. Und wie gesagt, die haben alle den Search-Effekt. Ansonsten sind das normale Monster. Und wie ihr hier sehen könnt, 2 Dreier. Einer ist Pendulum Skala 2, der andere 7. Und dann die anderen sind auch jeweils 2 und 7. Ich habe die hier rechts in die Paar geteilt. Hat TK und Angriff von denen ist solide. Also einer also hat immer relativ hohen Angriff und der andere hat dafür immer relativ hohe Verteidigung. Dann haben die halt zwei Bossmonster. Der erste ist Ignite Avenger. Du kannst ihn halt beschwören, indem du 3 Ignite-Karten, die du kontrollierst, zerstörst. Dann kannst du ihn specialen. Der hat halt Level 7. Sprich, du kannst ihn nicht Pendel beschwören, weil du nur zwischen 7 und 2 pendeln kannst. Also 3 und 6. 3 bis 6. Und der hat halt 7, also geht's nicht. Also musst du ihn durch seinen eigenen Effekt beschwören. Was nicht so gut ist, was eigentlich voll scheiße ist, weil das minus 3 ist. Und sein anderer Effekt ist einmal pro Runde kannst du ein Ignite-Monster, das du kontrollierst, ein anderes, also nicht ihn selber, zurück auf die Hand holen und dafür eine Zauber oder Falle, die dein Gegner kontrolliert und das Deck mischen. Ich nehme mal an, der kann es einfach dann unchainen, also Effekt auch nicht so gut. Vor allem musst du dann wieder noch einen anderen Ignite beherrschen, was relativ schwer ist, weil du für den erstmal 3 zerstören musst. Dann haben wir das andere Bossmonster, Ignite Stinger. Den kannst du auch beschwören, also den musst du auch beschwören, indem du 3 Ignite-Karten von dir zerstörst. Und der hat halt denselben Effekt wie der andere. Kannst ein Ignite-Monster, das du kontrollierst, zurück auf die Hand holen und dafür aber ein Monster unter das Deck legen vom Gegner. Also Effekte sind relativ schwach dafür, dass sie schwere Beschwörungsbedingungen haben, die man erfüllen muss. Also ich würde keinen von den Effektmonstern spielen, relativ nutzlos. Dann haben die noch eine Spielfeldzauberkarte. Wie ich gesehen habe, die meisten Themendecks haben jetzt ihre eigenen Spielfeldzauberkarten. Und die gibt halt allen Ignites, 300 ATK und 300 Death. Was okay ist, solide, aber nicht unbedingt wichtig. Und dann kannst du einmal pro Runde eine Ignite-Karte, die du kontrollierst, wählen, zerstören und dann eine Ignite-Karte von deinem Deck auf die Hand holen. Die Karte hilft halt beim Setup aufbauen. Ansonsten spielentscheidend ist die Karte nicht. Also die hat keinen Effekt, die das Spiel beeinflusst. Also irgendwie was mit dem Gegner macht, sondern die hilft dir halt beim Setup aufbauen. Und ausgehend davon, was für eine Ignite-Variante du spielst, ist sie halt nutzlos. Dann haben wir noch die Falle, Ignite Burst. Und obwohl es eine Falle ist, kann man ihren Effekt halt nur während deiner Mainphase einsetzen. Du kannst bis zu 3 Ignite-Karten, die du kontrollierst, zerstören. Und dann dieselbe Anzahl an gegnerischen Karten zurück auf die Hand schießen. Und wenn diese Karte zerstört wird, kannst du ein offenes Ignite-Monster von deinem Extra-Deck zurück auf die Hand holen. Also auch relativ schwacher Effekt. Ich wüsste jetzt nicht, wann der gut kommen würde. Ist halt wie ein schlechtes Kompuls. Du musst ein Monster opfern. Du kannst es nur in deiner Mainphase einsetzen und
mehr. Ich bin auf jeden Fall nicht begeistert von denen, von der Falle. Das waren eigentlich auch schon alle Ignites, alle Ignite-Karten. Die Monster sind halt alle relativ ähnlich, alle Vanilla-Monster. Und die Raritäten sind auch bekannt, also ein Vierer ist Ultra, der andere Vierer ist, glaube ich, Super Rare, wenn ich richtig gesehen habe. Der Rest ist alles Common und Rare, also ich denke mal, die Ultra wird 20 bis 25, maximal 30 gehen am Anfang. Super Rare 5 bis 10, also wer sich das Deck bauen will, ich denke mal nicht, dass es so teuer wird, außer die Ultra Rare jetzt. Aber von der Spielstärke her bin ich noch nicht überzeugt. Ich habe das Deck getestet, bisher zum Beispiel mit der magischen Library. Da kann man verrückte Kombos machen, auf jeden Fall. Und First Turn immer diesen Champion rausbringen. Und das Deck ist auch relativ konstant. Es hat, kann zum Beispiel Reinforcement auf die Army spielen und Summoner's Art, was Klee auch spielt. Also es sind 6 Searcher, nochmal die Spielverzauberkarte dreimal, also 9 Searcher. Und ihren eigenen Effekt natürlich. Problem bisher, was ich halt gesehen habe, miterlebt habe, ist halt, dass nachdem man ausgepackt hat und sein Extra Deck voll hat, und dann exceeded, werden die Ressourcen, die Ignites aus dem Extra Deck dann zu Materialien und die gehen dann später auf den Friedhof. Das heißt, du kannst zum Beispiel ein XYZ-Monster rausbringen und dann, wenn du wieder dran bist, kannst du halt gar nichts mehr machen, weil alle Ressourcen, die du First Turn dir mit minus 1 aufgebaut hast, sind halt als Material unten und dann kannst du halt nicht mehr pendeln. Ziehst eine Karte, das war's. Das war halt die Schwachstelle, die ich bisher bemerkt habe. Von dem Bild, den ich getestet habe. Es gibt natürlich noch andere, also mal schauen, wie das wird. Das Deck hat auf jeden Fall Potenzial, aber ich denke nicht, dass es mega krass Top-Top-Deck wird. Könnt gerne in die Kommentare unten schreiben, was ihr von dem Deck haltet, ob ihr es spielen werdet. Vielleicht habt ihr eine gute Deckliste für mich. Ansonsten war es auch schon. Wie immer, checkt uns andere Videos ab, liken, subscriben, kommentieren und checkt unsere Sponsoren ab. Und ciao.